Entschuldigung. Mach ich beim nächsten Mal. Ging nicht jetzt kaputt. Willst du mir bitte richtig in deine Kammer gehen? Ja, schön. Oh mein Gott. Es gibt ja halt noch Anforderungen, ne? Ist mir egal, ich hau GLaDOS um. Wir haben eine neue Animation drin, sehr schön. Ich wiederhole, neue Ladeanimation. Dies ist kein Wettbewerb. Aber wenn doch, es ist das es, wäre, mein Würfel. Dann würde Orange gewinnen. Ist aber keiner. Aha! Was? Der gewinnt hier gar nichts. Ah! Ich muss dir von hier aus mit dem Laser den Weg bereiten. Du hast gesehen, was da ist, ne? Also ich sehe da nichts. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dass du da... Ja, komm! Ja, komm! Rette dich! Ah, nicht schlecht! Ja, ja, alles gut. Ja, jetzt komme ich da nicht mehr. Ja, warte, ich muss dich erst fahren. Aua, hör auf! Ich komm da nicht mehr hoch! Ja, du musst auch schneller springen! Warte mal, ich habe eine Idee. Mach das da oben hin. So, jetzt. Jetzt kannst du das hochfahren. Was? Hallo Phoenix. Ich trinke sofort. Kleinen Moment. Ich bin gerade kurz vorm. Nein! Nicht! Nicht gut! Gar nicht gut! Oh! Huh. Oh! Unglaublich, ey. Oh! Ja, ich mache hier die ganze Arbeit. Das hat das Spiel auch schon erkannt. So, X machst du. Okay. Schabernack machst du. So, kurz wieder bestätigen und ab ins Spiel. So. Was? Jetzt muss ich wieder Keks essen. Ich komme gar nicht zum Spiel. Dankeschön. Mann, ich muss schon wieder was essen, ey. Ich hab hier eins. Hi Phoenix. Du musst. Warte, wollen wir noch eine Fläche? Also ein Portal habe ich hier bei mir und das andere muss ich. Also ich könnte das allerhöchstens. Achso, da setzen. Genau, da musst du es hinmachen. Aber wie kommst du denn? Weil ich habe hier immer noch den Würfel. Achso, du kannst ja, das so machen. Ich habe immer noch den Würfel ab und ich kann den. Genau, ich kann mir den ja selbst aktivieren. Ich kann mir nur danach nicht weiterhelfen. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass er mich jetzt in der Falle hätte laufen lassen können. Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt ja hier. Komm, jawoll! Wieso kriegst du Komplimente? Ich finde das unfair. Ja, weil ich gute Arbeit leiste. Nein, sehe ich anders. Doch, hallo? Ich habe dich bis dato nicht einmal getötet. Du hast es versucht. Ich habe dich bis dato nicht einmal getötet. Das Ergebnis zählt. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Der Lado nächste Test ist ja so gänzlich ja, anders. Ja. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es.
Hier ist nix. Mhm. Stetige. Ich kann... Doch, ich kann das davon schießen. Siehst du? Ah, da. Okay. Hier nicht rüber schon. Noch eine zweite Fläche. Ah ja. Da geht's doch runter. Ich hab's. Siehst du, du siehst ja sogar mein Portal, siehst du ja sogar durch die Wände hindurch. Davon habe ich eins ge... Da vorne war nämlich auch so eine weiße Fläche. Jetzt können wir hier durch. Guck mal, oh. Hier wird uns erzählt, wie, erklärt, wie man eine CD einlegt. Ja, wir waren doch gerade eben noch bei Disketten und so, ne? Hm. Mach mal Movie Night an. Fortschritt. Ja. Geht nichts, alles kaputt. Irgendwo ist hier eine CD. Ich habe keine gesehen bis jetzt. Für Counter drücken. Ah, wenn du F gedrückt hältst, dann hast du noch andere Ping-Optionen. Da Portal setzen oder halt einen Counter. Ja, und die Disk liegt wahrscheinlich irgendwo hier im Nachbarraum. Ah, da ist sie. Wo? Oh. Da auf dem Tisch liegt die CD. CD ist das heißt, gut, das ist ja schon eine Schallplatte. Von der Größe her. Das ist richtig. Und jetzt müssen wir, glaube ich, dann, weil wir uns hier nicht durchteleportieren können irgendwie, müssen wir hier vorne, haben wir so zwei schicke Hebel. Deswegen haben wir dieses Counter-Tutorial bekommen. Hättest du E drücken müssen. Das hab ich hab doch gedrückt. Ja, wir müssen aber gleichzeitig. Ach, wir müssen gleichzeitig runterziehen. Wir das jetzt einfach durch, bis es funktioniert. Moment. Also ja, genau. Ich ziehe runter. 1, 2, 3, go. Geht doch. Au! gut, hat auf jeden Fall mal nicht den Falschen erwischt. Ich finde, dafür sollten die Kollaborationspunkte abgezogen werden. Jetzt muss ich mich erst wieder bis dahin teleportieren, ey. So weit kommt's noch. Unglaublich, ey. Das zählt man runter. Doch, ach ja, stimmt. So. Genau, mach nochmal. So, ich zähle wieder runter. 1, 2, 3. Ja, es ist, in Paddy-Logik ist das runtergezählt. So. Movie Night. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Ja, oh, eins so noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt oh, wie ihr nett. Keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Wow. Das war aber... Also sie hat recht. Sie hat recht, wir haben keinen Schmerz gespürt. Ich analysiere zu oft. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Ich hab meinen Erfolg bekommen. Absolviere alle Testkammern im Koop-Modus. Machen wir aha. Einige Tests und schauen mal. Oh, wir können zoomen. Geil. Macht dich nicht schöner, aber gut. 1142 wissenschaftliche Kollaborationspunkte haben wir. Und ich habe 700 mehr Schritte gemacht als du. Und da müssen wir, glaube ich, rein, weil wir da gerade waren. Es sei denn, wir wollen jetzt die Intro-Kammer nochmal spielen. Wo müssen wir rein? Nee, das ist hier... Ich hab gepennt. Das hier ist unser gesamtes Hub. Ach, da hinten. So quasi. Genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel da oben, siehst du, da ist
Kammer 3 nachher. Da ganz oben. Die ist jetzt aber gerade noch gesperrt. Das heißt, wir müssen jetzt zur Kammer 2 rüber. Deshalb wir dann. Ja, ja. Erster. Geben Sie sich in die Demontagekammer. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Jetzt einfach mal das Portal nochmal neu schießen müssen. Das wär's gewesen. Jetzt einfach mal da oben an die Wand. Das wäre ja nicht gegangen. Doch, in dem Moment, wo du fällst, hätte ich ja eben noch das Portal einfach umsetzen können. Und da wärst du woanders rausgeflogen. Okay, da oben haben wir einen Lift. Ja. Da oben wir haben einen Lift. Wir wollen diesen Ball, der da oben ist. Und dafür haben wir 2 verschiedene Sachen. Einmal irgendwie was da und da. Einmal irgendwo anders. Also ich kann von da nach. Ich kann von da. Genau, du kannst da oben auf den Lift drauf, wenn man will. Könntest du mir ein Portal setzen? Das war gleich, geh mal hoch. Achso, ah ja, genau, geh mal hoch. So, da könntest du mir ein Portal nach unten oder rüber. Da könnte ich den Knopf drücken. Für den Knopf sehe ich nicht. Ja, genau, hier ist ein Knopf, den kann ich jetzt drücken. Kann man dann, nichts, was? Ich muss mal gucken. Kann ich dir eventuell... ich muss, glaube ich, hier vorne hin. Ja. Oder? Vorne ist auch da was. Ist auch, da ist auch ein Knopf oben, ja. Ja, genau. Vielleicht kann ich mich da sogar selbst hochhelfen. Hm. Ja, kann ich. Warte. Alles gut. Ich muss nämlich mir da das zweite Portal setzen. Ja. Du musst nur auf den Knopf, weil sonst kriegen wir keinen Ball. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Würfel? Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Also Würfel ist das immer noch nicht, aber okay. Ich nehme das jetzt ist richtig. Ich will jetzt auch nicht sagen, aber vorhin bei diesem einen Würfel am Anfang hatte ich erst so meine Probleme, den richtig reingedreht zu bekommen. Naja. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Mhm. Ah ja. Also da muss ein Portal okay, drauf schon mal. Ja, das kannst du dann einklappen. Ja genau, die klappen. Aber die klappen nur für eine bestimmte Zeit und in der Zeit muss... Ah ja, hier muss... Warte. Ja genau, wir haben hier... Eine Person muss einmal die 3 Portale setzen. Da, da, da und da. Und dann den Knopf drücken, während die andere Person da durchfällt und auf die andere Seite drüber fliegt. So eine und dann muss die andere Person von der anderen Seite genau das gleiche machen. So eine Person kann schon mal nicht 3 Portale setzen, das ist schon mal... Nee, du musst erst hier 2 setzen, das ist richtig. Und dann musst du das untere nachher nehmen. Oder zum eins der beiden ist glaube ich so egal. Und dann nachher halt auf die Fläche darüber setzen. Beziehungsweise, nee, Quatsch, du musst sogar das obere nehmen, nicht das untere. Sonst funktioniert's nicht.
Du weißt, dass du da jetzt, dass ich da jetzt einfach durchfall, ne? Geschwindigkeit. Ja, nee, krieg. Du, wenn du da durchfällst, dann verschwinden deine Portale. Geh mal in dein Portal da rein. Oder versuch mal da reinzugehen. Ja, deswegen meine ich ja, weil das du sagst, nicht, setz da eins und setz du einfach da hinten noch eins. Ich weiß nicht, was du mir hier erklärst. Nee, warte, aber weil du's. Genau, so. Ich setz da die beiden Portale. Du gehst jetzt hier Spaß haben, dann setz ich gleich da vorne mein gelbes Portal. Ja, das meine ich ja. Weil wenn ich das mache, funktioniert das nicht. Ja, das meinte ich die ganze Zeit. Du bist ein Profi. Ich merke schon. Meine cleverer wäre gewesen, vielleicht das andersrum zu machen. Ich gebe es zu. Man hätte den Knopf drücken können, ja, das hätte man. Ja, ich hatte das vorher erst das Portal und dann andersrum, aber naja. Oh. Das war das falsche Portal. So, und du musst jetzt von der anderen Seite genau das gleiche machen. Du musst mir erst hier die beiden Portale hinsetzen und dann nachher da das dritte. Einmal so. Einmal so. Hui! Wir haben Zeit, ne? Ich könnte eigentlich mal eine Pinkelpause geben. Ja, es ist aber so, ich hab Spaß. Das war das falsche Portal. Du musst das obere nehmen. Verdammt. Weil ich ja in das untere falle. Ja, aus dem oberen raus. Ich mach die ganze Zeit so tolle Fluggesten. Das ist schön. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da. Ganz als wäre nichts geschehen. Ich bin kuschelig. Was? Weg. Das ist meiner. Komm, wir können auch hier zusammen rein. Nein. So. Warum geht das nicht? Ich bin dick, lass mich. Mann. Aperture. Warum hat diese Firma dich so dick gemacht? Ich weiß immer noch nicht, welchen Laufstil ich affiger finde von den beiden, ne? Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Ja, schreib doch mal auf. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ich hab's gewusst. Oh. Unglaublich. Unglaublich. So, was hab ich hier Speed. Unten? Da haben wir nichts. Wir wieder so einen Speedwerfer. Wir haben. Okay, ja, wenn. Hast du getrunken? Prost. Ah, ja, okay. Also, wir haben hier einmal. Da oben haben wir den Ball ja drin. Mhm. Und den kriegen wir raus, wenn der zweite da vorne auf den Knopf drückt. Der da aber nicht hochkommt. Aber da kommst du so nicht hin, weil wir da. Genau. So, und ich habe jetzt gerade schon. Ah, nee, ich stehe sogar genau richtig. Ich habe da schon meine beiden Portale gesetzt. Gehen wir weiter? Mhm. Ja, weiter. Und dann links. Dann gehst du wieder fliegen. Du musst mir übrigens jetzt in der Luft einfach mal Kuh antippen. Dann machst du so tolle Fluggesten. Ich sehe hier gar nichts. So, und jetzt gehst du fliegen. Genau. Was? Und jetzt drückst du vorne den Knopf. So viel Energy ist schlecht für den Hals, das stimmt doch gar nicht. Nein, 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 das ist gut. Da ist ganz viel Chemie drin, das löst den Schleim im Hals. Wieso wusste ich, dass das jetzt passiert? Wieso habe ich das jetzt überhaupt nicht überrascht? Und das soll Wissenschaft sein.
Nee. Ich dich verprügeln können im Spiel, ne? Wart nur ab. Wir sehen uns in 7 Days wieder. Und? Da bringe ich dich ja trotzdem um. Ja, nee, in 7 Days geht das nicht, ne? Du könntest, glaube ich, in 7 Days nicht gehen. Stimmt, kann... Ja, weil du das, glaube ich, ausgestellt hast. Du hast Friendly Fire nie angestellt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt immer noch umstellen kannst. Ja, ich kann alles umstellen. Nee, warte. Nicht. Was passiert, wenn du jetzt mit dem Ball durchgehst? Wahrscheinlich löst er sich auf. Ich kann's nicht halten. Was ist jetzt genau? Haben schon. Und? Setz den runden Würfel da drauf. Warte, komm. Hab ich's? Du kannst ja gar ja, nichts. Ja, warte. Gleich. Oh. Ja. Bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Das stimmt, du bist gestorben. Ich würde sagen, da hast du schon schlecht performt. Du hast mich sterben lassen, was soll ich machen? Nein, ich habe dich nicht sterben lassen. Du bist der Gravitation zum Opfer gefallen. Eiskalt ermordet, alle haben es gesehen. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr werdet die Einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten? Gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Ah. Lass mich ruf. Mann. Wir haben sogar beide gleich gewählt, das geht ja gar nicht. Es nervt mich, dass ich da kein Portal setzen kann. So, hier können wir wieder durch. Ah, ich verstehe. Ja, dann nochmal. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. So. Hat ja nicht gereicht, ne? Oder doch, eigentlich hätte, aber du hast, glaube ich, zu spät geschaltet. Ich hab noch nicht. Also. Sehen, was ich überhaupt machen muss. Achso, wenn du jetzt gleich hochgeschossen wirst, dann ist da ein Knopf. Da musst du hin. Ah, okay. Hat nicht gereicht. War der Knopf? Hinter dir. Ah, ich mach nochmal. War das falsche? Ah. Warte, nee, du musst wieder. Da ist ein Knopf. Ah, genau. Ja. Okay. Ja, gut. Und jetzt musst du dasselbe mit mir machen? Nee, das ist zeitlich begrenzt. Ja, yeah, aber ich auf der anderen Seite ist auch ein Knopf. Aber wenn wir noch ein bisschen warten. Ja, wenn wir noch ein bisschen warten, dann ist die Zeit rum. Jetzt so rum. Nee, das ist. Der Timer ist dafür viel zu schnell. Der ist, was ich, 5 Sekunden oder so. Ich kann dich gar nicht. Ich kann gar nicht da rausgehen. Hä? Und dir hier den Speedboost geben. Was du machen musst, ist. Mich hier halt einmal die linke Seite und dann einmal die rechte Seite hochschießen. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Weil ich komme ja von da. Ja. Genau, ich komme ja von da oben mit ganz viel Höhe runtergefallen. So, hier. Das heißt, ich habe ja ganz viel Schwung. Dann komme ich die andere Seite auch hoch. Oh, Bälle! Ja, ja. 3, 2, 1. Er wird es nie lernen. Hm? Hey! Gute Nacht. Ich schlafe eine Runde. Er hat mir die Portale weggenommen. Ja, Antikrebskopf. Sorry, er nimmt mir die Portale weg. Ich war gerade am Spielen. Sieht das affig aus? Das ist zu gut. Bist du den Arsch rausstrecken beim Steam? Ja. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war?
Ich habe draußen eine springende Szene beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Au, 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 au. Bin ich? Ja, jetzt mach was da oben. Komm. Leiste Arbeit. Da bist du. So. Ja. Simpel. Ja. Ah. Ja. 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 Dir gefällt das ein bisschen zu gut, finde ich. Ja, das Kleinhin hat, glaube ich, schon so weit Schäden genommen, das ist jetzt auch egal. Du musst jetzt dein Portal einmal hier oben setzen. Ja, das muss ich aber vorher machen. Das muss ich von. Oder? Ach, wo setze ich denn überhaupt mein anderes? Ja, das ist die Frage. Eigentlich auf der Schräge hier, würde ich fast behaupten, aber da kommst du ja nicht dran. Genau, also ich muss einmal. Ah, nee, stopp. Geh doch mal rüber zu dir. Du musst. Ja. Ich kann dir das von hier auf die andere Seite schicken. Jetzt fliegst du durch die Wand. Ja. Du musst jetzt wieder ein Portal da setzen. Genau, da und da. Und dann jietest du dich da durch. Geräusche, die dieser Mann immer macht. Was soll das denn heißen? Das ist. Ja, das ist manchmal ein wenig. So, und jetzt. Warte. Nee. Ja, nee, warte. Moment. Ich hab's. Jetzt mache ich das hier. Okay. Und du machst jetzt da drüben. Achso, und ich mach mir dann selbst das. Ja, ja, okay. Du machst es dir selbst, genau. Hui! Ja, tschüss. Ich bin fertig. Ja, ich komme da jetzt halt nicht rüber. Wenn ich jetzt da rüber gehe, sind meine Portale weg. Also, beziehungsweise. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nee, hier habe ich. Jetzt kannst du das halt nicht hier hinten setzen, wo ich es bräuchte. Also, ich könnte halt runtergehen, aber. Also ich kann jetzt mein Portal wieder hier setzen. Ich muss halt eins da und eins auf der Seite setzen. Genau, und auf der Seite hier kannst du es nicht setzen, weil. Halt stopp, kannst du den nicht. Du kannst ja von da, wo du bist. Kannst du dir dein Portal. Genau, kannst du an die Seite setzen, aber was bringt uns das dann? Nicht so viel, würde ich fast behaupten. Da kann ich mich durchschießen lassen. Und dann würde ich aber hier hinten rauskommen. Kannst du von da oben ein Portal hier hinsetzen? Nee, das ist zu tief. Dann, ich schieße da durch die Barriere. Okay. Der ist halt löscht. Oh, falscher Knopf. Das ist jetzt eine gute Frage. Muss ich, wenn ich hier. Okay, ich komme halt auch von hier, komme ich dann nicht an die andere Seite ran. Ja, genau. Du kannst nur von. Eigentlich, wo ich hier stehe, oder halt, wenn man jetzt noch hier rüber geht, von hier aus. Ansonsten. Was ist der Kringel auf dem Block da? Kann der irgendwas? Kannst du den ziehen oder so, ja, mit das E? Ist, nee, ne? Das ist. Nee, das ist der Zielblock von dem. Warte, wenn du mal eben guckst. Da, das Jumppad hat auch über sich. Ach an so. Der Decke, hat er genau den gleichen. Das heißt, das ist der Kringel, der markiert, wohin wir fliegen, wenn wir durch diese Wand da oben fliegen. Das ist der Aufschlagspunkt. Okay. Das ist eine gute Frage. Ich gehe ganz schnell in eine klitzekleine Pause, bin sofort wieder da und du darfst überlegen.
So, jetzt läuft wieder alles. Ton sollte man halt auch anmachen. Mhm. So, okay, hast du das Rätsel bereits? Ich habe bis dato jetzt noch nicht konkludiert. Das ist, okay, du kannst da. Ich habe gerade überlegt, ist da oben irgendwo ein Knopf, der diese Tür wegmacht? So, ich kann durchfliegen. Wie hast du mich von da oben jetzt dann immer da durchgeschossen? Also ich könnte jetzt ein Portal hier setzen. Und ein Portal auf der anderen Seite, da wo du dein Orangenes hast. Dann könntest du das da drüben und dann wärst du halt wieder hier oben. Aber ich halt wieder nicht. Warte, wie hast du mich denn gerade eben nochmal... Moment, warte mal, wenn ich jetzt hier ein hellblaues setze und auf der anderen Seite das dunkelblaue... Ne, da kann ich da nicht durch. Nee, Quatsch, einfach nur, setz mal nur das hellblaue da, ist schon richtig. Obwohl, nee, warte. Ne, ich muss das dunkelblaue da oben setzen. Nee, genau, das dunkelblaue. Setz das mal da. Nee, das war nicht so smart. Ja. Du hast nicht zu Ende gedacht. Ja. Warte mal. Ich kann. Warte, ich kann noch, wenn ich mir... Nee, Quatsch, wenn ich das so mache. Perfekt, dann gehe ich mich durch die komplette Gegend und ich bin zu langsam, um ein Portal zu setzen. Nee, ich klatsche auch da oben gegen. Aber da kann ich kein Portal setzen, ne? Ja. Jetzt ist darüber schießen, dann kommst du da, dann kannst du hier rüber. Dann sind meine Portale aber hier, das heißt, wenn ich rübergehe, sind die futsch. Wie haben wir mich denn gerade eben noch bis nach da oben bekommen? Ja, so, wie ich das jetzt hier habe. Also, wenn ich jetzt das hellblaue auf der anderen Seite platziere. So. Das hellblaue platziere ich jetzt da. Jetzt machst du deine Portale genau, da drin und dann bist du wieder drüben. Dann kann ich mich. Ja, warte mal. Das wollte ich noch eins. So. Nee, wir haben hier keinen Knopf. Das bringt mir nur nichts, dass du jetzt da oben bist, weil jetzt von da kannst du nichts mehr machen. Also du könntest hier ein Portal setzen, du kannst da ein Portal setzen. Ich kann da und da ein Portal setzen, aber... Das bringt mir nichts eigentlich. Chat, wie sieht's aus? Hat da jemand die Lösung parat? Also ich kann mich... Und da oben in der Dings hinten drin ist nix. Nee, da ist nichts drin. Da ist nur die... Die Kammer, die halt darauf wartet, dass wir beide hier ankommen. Jetzt wir schon zu zweit, sind immer noch so planlos, das gibt's doch nicht. Ich hab vorhin Portal habe ich fix durchbekommen, so ist es nicht. Ja, bei Portal war ich nicht schnell durch. Ja, ich habe glaube ich 2 und du hast 3 Stunden gebraucht. Circa. Ja gut, du hast dich auch spoilern lassen von mir, ne? Nö. Ich nicht. Hier werden mir miese Dinge unterstellt. Das ergibt keinen Sinn. Von da oben kannst du das orangene Portal da unten nicht setzen.
wo du jetzt stehst. Nee, ich kann das nicht da hinten. Nee, das kann ich nicht da drauf setzen. Genau da. Ah, nee, da. Ja, ist richtig. Nee, warte. Ich glaube, das ist schon an sich so richtig, weil ich habe ja, ich bin ja jetzt hier, ich bin ja durch das Ding hier hochgekommen. Du musst, glaube ich, durch das da hoch. Das heißt, du musst irgendwie auf diese Seite kommen. Irgendwie ist gut. Das ist ja unser Problem. Warte. Ich hatte gerade was im Kopf, aber das funktionierte dann nicht. Aber warte, vielleicht okay, ist es richtig gedreht. Rein theoretisch muss ich auch nur irgendwie da oben reinkommen in die Kammer. Wenn ich. Es ist. Ja, ich kann ja auch nicht von hier oben das da hinschießen. Da kann, ist keine Portalfläche. Ich kann nur. Warte mal. Jetzt nochmal eine Frage. Du bist schon wieder zu weit unten. Ja? Das ist schlecht. Ich kann ja da ganz leicht wieder hoch. Deine Portale stehen ja noch. Ich kann ja sofort da wieder hoch. Genau, lass das jetzt mal so, wie es ist. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ach nee, du kannst nicht auch jetzt einfach da durch, weil deine Portale dann weggehen. Stimmt. Ja. Wenn ich jetzt da rein, dann komme ich da raus, dann würde ich könnte hier ein Portal setzen, aber dann würde mir das Portal fehlen. Du könntest allerdings da ein Portal setzen von da oben aus. Und auf der anderen Seite auch. Ja, ich hab's. Du musst nochmal zu mir, also beziehungsweise setz mal da, wo mein dunkelblaues ist, ein Portal von dir. Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Das macht keinen Sinn, Scheiß. Ich hätte jetzt gesagt, ich setz dir. Hier ein Portal und hier ein Portal. Und du setzt von hier aus das andere dort. Aber wenn du hier durchgehst, sind ja deine Portale weg. Ja, nee, ich. Ja, und ich kann halt von hier oben nicht da dran kommen. Das ist. Ich kann halt nur an die rechte Seite schießen. Wenn du oben bist. So, und der Weg, der bringt mir halt relativ wenig. Wenn du oben bist. Ja. Also ganz oben stehst, konntest du auf diese Plattform hier, wo ich jetzt mein hellblaues hab, hingucken. Konntest du da drauf schießen, rein theoretisch? Nee, da guckst du nämlich genau gerade noch in diese Barriere rein. Ah, verdammt. Das ist genau zu tief. Da wirst du auch nicht rüberspringen können, das wird dir auch nicht reichen. Schieß dich mal einfach mal so wie die Portale jetzt sind. Schieß dich mal eben da durch. Ich will mal gucken, ob du so weit wieder kommst. Nee, dann steh ich wieder auf diese mittleren Epore da. Ja, stimmt. Komm ich auch nicht rum. Du kommst von da oben auch nicht bis da dran, ne? Ja, gerade überlegt, aber. Nee, da komme ich direkt runter. Ja, das habe ich auch schon probiert. Ach, du hast mein zweites Portal weggemacht, deswegen, ja. Das kann doch nicht so schwer sein. So. Ich hätte es. Eigentlich hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass wir da oben eine Möglichkeit haben, diese Tür wegzumachen. Aber das bringt uns halt auch nichts. Nee. So, und es bringt halt auch nichts, weil du von da oben nicht an die Seite kommst, um dann das da fertig zu machen. Wir das brauchen geht halt schon. Nur, dass wir nur halt.
Hier das Portal. Guck mal, genau. Schieß mal. Ja, der ist richtig. Und. Ach nee, du bleibst ja nicht auf der Zwischenebene. Verdammt. Hm. Oder reicht. Und jetzt auf der anderen Seite das dunkelblaue. Aber dann kommst du nur wieder hoch. Nee, warte. Geh nochmal durch. Also geh nochmal zurück hier vorne hin. Weil du hast jetzt das falsche Portal dafür gesetzt. Schieß dich nochmal rüber. Ja. Und jetzt setzt du mit Rechtsklick dein Portal dahin. Das dunkelblaue also. Ja. Verdammt, das war genau falsch rum. Wir müssen das nochmal machen. Ich hab falsch gedacht. Nein. Moment. Beide. Hier fehlt noch eins. Wieso ist das jetzt weg gewesen? Ich hab's doch. Achso, voll. Ja, weil du durch die Dingens gelaufen bist. Jetzt hast du deins weggemacht. Nimmst du die jetzt auch noch oder? So, und jetzt schießt du dein hellblaues, also mit Linksklick dein Portal, dahin. Aha. Jetzt muss ich gucken, weil wenn ich mich jetzt hier durchschieße, komme ich manchmal bis nach oben. Ah. Und ja, das sollte hin. Dann gehe ich da durch, knall da unten drauf und werde auch noch hochgeschossen. Ey doch, ja genau, richtig. Du gehst einfach durch dein eigenes durch. Ja. Richtig, du gehst jetzt durch dein Portal durch. Sollte jetzt auf die Plattform fallen. Und dann kommt er hier zurück. Ja! Oh. War auch gar nicht so schwierig. Ja! Aha. Würfel. Ganz viele Plattformen im Eben. Da sind Barrieren, die das wegmachen. Oh. Bleib mal drauf stehen. Ja. Okay, da sind zwei Portalflächen, aber allerdings von so einer Barriere geschützt. Das heißt. So, ich kann hier ein Portal hinmachen. Ich kann dir. Ganz. Nee, warte. Ich kann. Ah, nee, doch, ja, genau. Geh nochmal auf die Schaltfläche. So, ich kann mich nämlich jetzt hier rüberschießen. Und damit kannst du dann. Genau. Jetzt musst du das gleiche machen wie ich. Obwohl, ah ne, dann geht ja die Barriere zu. Ne, wir brauchen erst den Würfel. Wir brauchen erst den Würfel. Wir müssen erst an den Würfel da oben kommen. Das heißt, wir setzen einmal ein Portal hier und da. So, jetzt haben wir schon mal den Würfel. Jetzt müssen wir den Würfel. Ah ja, stimmt, den kannst du einfach hier annehmen. Komm runter. So. Ah. So, und jetzt machen wir wieder das gleiche. Ja, genau. Warte, das wird jetzt eben durchgehen. Nee, ich bin zuerst. Oder, ah nee, doch, ist ja. Der ist richtig. So, du machst jetzt nämlich da vorne beide Portale hin. Jetzt bin ich nämlich hier auf der Seite und jetzt kann ich dir hier oben und da ein Portal geben, zum Beispiel. Und spring daneben, natürlich. Ja! Wisst ihr, wer nach dem Tanzen-Erfolgserlebnis wir können tanzen. Schwachsinnige Freudentänzer aufführt? Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Wann ist GLaDOS so nett? Wirklich? Nicht mal mehr Menschen machen das. Mann! Du brichst meine Tanzmoves. Ich hab. Nö. Dein hässliche Schere-Stein-Papier-Spiel. Ich hab grad eben schon davor getanzt mit dir.